most wonderful time of the year. Ja, für mich ein bisschen erschreckend, wie die Zeit rennt. Ja, keine 30 Tage mehr bis Heiligabend, dann heißt es jetzt für viele, los, Geschenke kaufen. Einige gibt es, die lassen sich Zeit und gehen dann am 24. morgens nochmal in die Stadt. Chaka, da kann man dann die Reste kaufen. Ich mache das lieber ausgewählter. Und hier haben wir jetzt in diesen nächsten 20 Minuten Geschenkideen für Kinder. Vielleicht sind es die Nachbarkinder, die Patenkinder, die Enkel oder die eigenen Kinder. Und da haben wir mit Sicherheit auch was für Sie dabei. Was es im Einzelnen ist, was Carsten sich ausgesucht hat, das schauen wir uns an, indem wir unser Christkind hier, Indiana, rufen. Auf dem Weg zum Geschenketrend des Jahres 2024, nicht unsere Diana. Leider. Du schau nicht so enttäuscht, sondern das, was wir quasi hier in unserem ersten Päckchen haben. Und wann haben wir es ausgepackt, Ralf? Vor 2-3 Tagen, glaube ich. Richtig, zum ersten Mal. Ja. Und was haben wir für einen Spaß mit diesem kleinen UFO-Ball gehabt, mit diesem selbstfliegenden Hoverball. Schalten wir ihn mal ein und schütteln ihn einfach mal. Denn ich behaupte mal, wenn Kinder eins mögen, dann ist das irgendwas, was man irgendwie mit Krawall bespielen kann. Und das können Sie hier machen. Ganz einfach kurz an das Gerät einschalten, diesen kleinen Hover-UFO-Ball einschalten. Und dann merken Sie schon, was dieser kleine Kerl für eine Power entwickelt. Keine Angst natürlich vor diesem Rotor, der da drin ist. Der ist natürlich durch das Gehäuse entsprechend geschützt. Auffällig bitte diese coole Beleuchtung, die natürlich, ich sag mal, in etwas dunklerer Umgebung noch mal ganz anders zum Tragen kommt. Und da sehen wir schon bei Diana, A, was das Ding für einen Spieltrieb auslöst und B, was der so kann. Denn Sie kennen wahrscheinlich alle ein Hoverboot oder ein Hooverboot, was ja quasi mit Hilfe eines Luftkissens fährt. Und genau das macht dieser Ball auch. Und ein bisschen Übung vorausgesetzt, werden Sie hier mit diesem Ball ganz witzige Geschichten machen können. Schau mal, alleine, das geht schon los. Und da haben wir uns am Anfang die Zähne dran ausgebissen, mit in die Luft werfen. Achtung. So. Oh. Ja. Oh, das ist schon Profi. Der fliegt natürlich eigenständig. Und je nachdem, wie Sie das Ganze halten, je nachdem, in welche Richtung quasi dieser Rotor zeigt, genau in diese Richtung fliegt er natürlich. Ja, dann mach mal mit, komm, wir werfen uns mal eben den Ball zu. Moment, ich mach den mal aus. Oh, jetzt so, wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Achtung. Nee, das wird nichts. Moment, Achtung. Schau mal, das ist oben und das im besten Richtung Ziel halten. Achtung. Ich muss noch üben. Siehst du? Ja. Und so, jetzt? Am Anfang machen Sie das mit 1,50 Meter Entfernung. Irgendwann stehen Sie mal 5 Meter oder mehr auseinander. Ja, genau. Das ist aber schnell. Ein bisschen werfen darfst du. Gefühl, Achtung. Ich bin schön und wir haben ja draußen schon geübt. Wenn man ein bisschen Übung hat durch diese Rotation, kann man sogar den wie einen Bumerang werfen, sodass er wieder zum Ausgangspunkt zurückkommt. Es ist für mich wieder auf dem Weg zum Spielzeug des Jahres. Ja, es macht so unglaublich viel Spaß. 12,34 €. Akkubetrieb ist auch noch ganz wichtig. Sorry, nicht mal der Nationaltorhüter hätte diesen Ball von dir bekommen. Aber schauen Sie jetzt mal, durch diese Rotation, was da passiert. Und glauben Sie mir, auch wenn ein Möbelstück mal im Weg steht, das macht überhaupt nichts, weil das ist geschützt, ja. Und es kann nichts passieren. Es ist ein Spielspaß der Extraklasse. Wow. Übung vorausgesetzt. Aber ich glaube, gerade das Üben macht vielen Kindern auch mehr Spaß, als wir Erwachsenen denken. Es macht ordentlich Radau und es gibt, Achtung. Ja. Oh, das war stilvoll. Sie können den übrigens, und das setzt aber wirklich ein bisschen Übung voraus, Sie können den auch so werfen, dass der quasi... Aber das tut gar nichts weh, das ist wirklich super sicher. Jetzt bin ich gerade sogar mit dem kleinen Finger dazwischen gekommen, aber das ist überhaupt nichts passiert. Alles gut, hier, ist noch dran. So kleine Finger haben wir auch. Ja, Achtung. Sie können den so werfen, und da war ich gerade stehen geblieben, dass der wie ein Boomerang zu Ihnen zurückfliegt. Guck mal, das erfordert aber wirklich reichlich Übung und vor allen Dingen einen Raum, im besten Fall ohne, dass es irgendwo unter den Schrank oder sowas rutschen kann. Achtung. Ja. Irgendwo hinter mir ist er noch. Warte mal. Oh ja, ich hab ihn fast gefangen. Komm, wir probieren es nochmal. Achtung. Geht doch mit ein bisschen Übung. 12,34 € für dieses Wahnsinnsgeschenk, diesen UFO-Ball.
Und die Bestellnummer ist die CX2019 und die 569. Und jetzt haben wir für Sie aber auch noch ein Zweier-Set. Da sparen Sie noch mal zweimal diese 12,34 Euro, während 24,68 Euro. Schauen Sie auf unseren Sparpreis, am besten gleich zwei bestellen. 18,99 Euro. Carsten, was mir gefällt, ich brauche keine Batterien, das Ganze ist akkubetrieben, Ladekabel ist dabei. Der Spielspaß ist grenzenlos und allein das Einfangen ist jetzt ein Blickfang. Carsten, blamier dich nicht. Oh! Guck mal, von hier, von hier. Oh mein Gott, das ist schon. Jetzt bin ich gespannt. Stufe 10. Guck, ein bisschen zu hoch. Ja, Learning by Doing, ich glaube, das wird die Kinder am meisten begeistern. Wir haben zwei. Du willst nochmal? Moment. Ich bin bereit. Okay. Anmachen, Achtung. Wow! Ja, siehst du? Mit Gefühl. Also wenn man mal weiß, wie man sie halten muss und werfen muss, ist das ein unglaublicher Spaß. Und da sehen Sie auch, wie das nochmal leuchtet, sobald es ein bisschen dunkler ist. Also für mich herausragend. Auf dem Weg wahrscheinlich zum Spielzeug des Jahres. 18,99 Euro für unser Zweier-Set. Oder kommt man auch bisschen in Schwitzen, das kann man in so Schweiß sagen, gebadet. Du fängst zu alt dafür. Du bist da richtig dynamisch drin. Jetzt musst du mal überlegen, die Kleinen jagen den Opa durch das Wohnzimmer oder auch gerne mal draußen an den schönen, den sonnigen Wintertagen. Unser erster Geschenkevorschlag ist, glaube ich, schon ein Treffer. Aber gerade wer Jungs beschenken will, wird bei den nächsten beiden Produkten einen weiteren Volltreffer landen. Glauben Sie mir das, weil ich habe es selber ausprobiert und schon verschenkt. Es war ein Volltreffer. So, jetzt wird es ein bisschen prähistorisch. Und wenn ich noch an meine Kindheit denke, wir hatten entweder Was ist was, Dinosaurier? Oder die Urzeitkrebse aus dem Yps-Heft. Der ein oder andere wird sich noch daran erinnern können. Heutzutage spielen die Kinder mit richtigen Dinos. Natürlich nicht mit echten. Das wäre eine kleine Sensation. Da könnten sie hervorragend zum Zirkus gehen. Sondern mit, nein, das ist nur der Stetz. Der hat nicht mehr in den Karton gepasst. Ja, ganz genau. So, jetzt ist der Dino schon einsatzbereit. Einmal einschalten und... Guck mal, du hast ihn gar nicht ausbrüllen lassen jetzt hier. Also das ist eine von meinen Lieblingsspielzeugen. Jetzt bei uns, pass auf, muss ich sagen. So. Also ein Dino quasi im Naturformat. Draufdrücken, genau, jetzt einmal verbinden und dann geht's los. So, ein Dino. Ui, stopp. Wissen wir, warum die Dinos ausgestorben sind. So, am besten natürlich klar auf einem glatten Boden. Laminat, Fliesen oder sowas alles. Aber ganz ehrlich, über Teppichboden passt da auch. Und den kann man fernbedienen mit einer ordentlichen Reichweite. Vorwärts, rückwärts, rechts, links. Und wenn Sie mal ganz genau hinschauen, werden Sie natürlich auch dieses feurige rote Maul erkennen. Und genau das ist es eigentlich, finde ich, was dieses Spielzeug unter anderem so auszeichnet. Neben diesem Soundchip, der also mal so ein echtes und richtiges Dino-Fauchen hervorbringt. Achten Sie auch bitte mal auf die Hüfte und auf den Stetz da hinten, denn der bewegt sich auch ungefähr so wie ein richtiger Dino, wie ein Raptor, ein Velociraptor. Vor 40 Jahren konnte ich den Namen sogar noch auswendig. Aha. Heutzutage breche ich mir ein Stück weit die Zunge dran. Fragen Sie mal einen 12-Jährigen, der kann Ihnen wahrscheinlich die komplette prähistorische Armada an Dinos mit allen lateinischen Fachbegriffen runterbeten. Zumindest war es bei mir. Ein unglaublich cooles Spielzeug. Und wenn man Diana mal anschaut... Ja, die Zunge so leicht raushängen, da weiß man schon, das ist nicht nur was für Jungs. Guck mal hier, was der die Hüfte bewegen kann. Ja. Oh, oh, oh. Der ist fernbedienbar, der hat eine ordentliche Reichweite und fast eine Stunde Akkulaufzeit. Also wenn Sie irgendwo beim Café sitzen, auch gerne mal im neuen Jahr oder sowas, und auf einmal zwickt Ihnen ein Dino in die Wade, wundern Sie sich bitte nicht, das ist wahrscheinlich Ihr Kind oder Ihr Enkel, der mit seinem Dino spazieren geht. Und was war das alleine ein Spektakel und was ist es heute noch für ein Spektakel, als wir den das erste Mal ausgepackt haben. Sie sehen im Hintergrund mich. Ja, und da haben wir ordentlich mal durchs Fernsehstudio gelaufen damit. Das ist, guck mal, das rote Maul da. Also ich habe den an meinen Enkel verschenkt und ich kann Ihnen sagen, er hat ihn nicht mehr aus den Fingern gelassen, bis die Stunde rum war, also bis der Akku leer war. Dann wurde er halt hier, ja, weil er musste, ans Ladegerät gehängt. Aber sonst hätte er wahrscheinlich 2-3 Stunden durchgespielt. Und er hat jeden angefallen, der irgendwie im Wohnraum war. Und es ist genial. Auch die Fernbedienung, muss ich sagen, ist sehr gut angekommen, weil das ist keine typische Fernbedienung. Nee, das ist jetzt keine Fernbedienung mit diesen ganz normalen Hebeln da oder sowas, vorwärts, rückwärts, rechts, links.
ist kein Auto, ist ein Dinosaurier. Die ist so ein bisschen gemacht wie, ein Dino-Skelett aus einem Museum, wenn man so möchte. Diana zeigt sie mal gerade. Also auf dem Kopf können sie vor und zurück. Und mit den Füßen hinten geht es dann nach rechts und nach links. Ja, der ist ganz schön wichtig, der Kleine. Ja, nach vorne greife ich nicht, ja? Also genial für 16,99 Euro, glauben Sie mir. Das ist ein Volltreffer, dieser Dino. Der strampelt, ich glaube, da will ich wieder raus. Ich setze ihn mal wieder in seinen Käfig, guck mal, hier. Nee, lass mal hier mal. Rauslassen. Ja? Lass mal ihn noch mal laufen hier. Aber gerne doch. Ja, ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Das ist die ZX7127 und die 569. Und jetzt haben wir noch ein zweites Modell an Dinos. Und was auch ein Volltreffer ist, oder? Der steht aber noch da hinten im Karton. Ah, das ist noch den ein. Muss Diana erst noch holen gehen. Gucken wir uns das erstmal so an. Lass den ruhig mal hier. So, Moment, lass den mal da. Ich habe ja was vor mit euch jetzt hier. Oh. Als ich sagte, wir sind prähistorisch unterwegs, bleiben wir auch noch einen kleinen Moment prähistorisch, denn wir haben noch ein zweites ferngesteuertes Dino-Modell und den finde ich fast noch einen Tick weit spektakulärer als Modellvariante Nummer 1. Sieht nochmal einen Tick giftiger aus und hat auch noch einen gewissen Sprühnebel mit dabei. Wow. Neben dieser Funktion zu fauchen. Der kann also fast noch ein bisschen mehr als Modellvariante Nummer 1. Und ich für meinen Teil möchte wetten, dass es auch für den wahrscheinlich eine spezielle Bezeichnung gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht, welches was. Meine erste. Gehen wir mal nach vorne. So. Pass mal auf, damit du nicht leer ausgehst. Darf ich auch? Da darfst du auch. Darfst du mitspielen. Ja. Aber du kriegst den ohne Fauchen. Hier, so. Okay, da. Ich muss nicht fauchen. Ich bin auch so laut genug. Moment. Ich sehe mich nicht. Bin ich an? Jetzt. Das ist gemein. Das war gemein. Hast du das gesehen? Ja. Guck mal, jetzt kommt der nächste. Jetzt kommt den schiebe ich jetzt gerade mal von der Bühne her. Und tschüss. So von wegen, du lässt mich nicht fauchen. Dir gebe ich. Achtung. Oh, hast du ein Glück. Ja? Er wehrt sich noch. Richard Dino wehrt sich. Ja! So, und wer ist jetzt der Gewinner? Ich bin der Sieger. Das ist jetzt deutlich zu sehen. Ich möchte noch ein bisschen... Ja. Jetzt sagst du nichts mehr, Carsten, jetzt, oder? Also mit Fauchen, mit Feuerspeien, 3 Euro mehr, 19,99 Euro. Das ist ein Knallerpreis, das können wir sagen. Hier ist die Bestellnummer, die ZX7232 und die 569. Bestellen Sie am besten alle zwei, weil die machen so riesen Spaß. Wir hätten das jetzt noch eine Stunde weitermachen können. Wir alten Esel sind da auch noch nicht so alt dafür, oder? Das ist ja wohl großartig. Stellen Sie sich mal vor, Sie lassen den mal im Sommer oder sowas einfach mal durch den Garten laufen. Ja, das ist doch ein Riesenfest. Niemals nur einen bestellen. Immer gleich zwei oder drei gleich, damit Sie so eine ganze Armada, so ein ganzes Rudel haben. Wichtig, die kommen sich auch mit der Frequenz nicht in die Quere. Kannst du machen. Da kann man das machen. Aber wir machen weiter mit der ersten Elektronik für Kinder. Und jetzt haben wir was ganz Besonderes für Sie und das sind Smartwatches. Für die Erwachsenen ja ein Riesentrendthema in diesem Jahr. Also ich bin selten so häufig konfrontiert worden mit dem Thema Smartwatches wie in diesem Jahr. Nur normale Smartwatches, kennen Sie wahrscheinlich, sind A, häufig ganz einfach zu kostspielig für Kinder und B, auch so ausgestattet, dass Kinder vielleicht gar nicht unbedingt so leicht damit zurechtkommen. Also ich rede von Kindern im Alter von 6, 7, 8 Jahren, Schulkinder in der 1., 2., 3. Klasse. Und wir haben jetzt hier zwei verschiedene Modelle für Sie. Und da bedienen wir mal quasi alte Klischees. Ich zeige Ihnen mal beide gleich nebeneinander. Nämlich einmal ein Modell in der Farbgebung Blau für die Jungs. Und natürlich für die Mädels noch eine in Rosa. Eine sogenannte GPS-Kinder-Smartwatch. Und der Name GPS lässt wahrscheinlich schon vermuten, dass das irgendetwas mit Ortungsmöglichkeiten zu tun hat. Ich weiß nicht, wie Sie das so sehen. Ich möchte mein Kind jetzt nicht dauerhaft überwachen, aber manchmal macht es schon ohne weiteres Sinn, mal zu wissen, wo ist der Kleine denn eigentlich oder wo ist die Kleine denn eigentlich? Und ich glaube, mit so einer Smartwatch sind Sie da immer auf dem Laufenden. Sie können das gute Stück übrigens auch von Ihrem Handy, liebe Eltern oder liebe Großeltern, so einstellen, dass ein bestimmter Bereich gescannt wird sozusagen. Nehmen wir mal an, den Bereich eines Spielplatzes oder eines Sportplatzes. Und wenn dieser Bereich verlassen wird, dann kann es eben, dann kriegen Sie auf das Handy eine Nachricht, dass da offensichtlich ein bestimmter Bereich verlassen ist und können ganz einfach ihrer Sorgfaltspflicht ein bisschen nachkommen. Ansonsten hat diese Smartwatch natürlich, auch wenn es ein Modell für Kinder ist, die Möglichkeit, Herzfrequenz und Blutsauerstoffsättigung ganz einfach zu ermitteln. Macht natürlich Sinn, um vielleicht mal zu gucken, wie sieht denn
denn eigentlich der Zustand meines Kindes im Bereich der Vitalwerte beim Spielen aus? Manchmal toben die ja, dass wir Erwachsenen denken, oh Gott, so eine Energie hätte ich auch ganz gerne nochmal. Aber noch viel interessanter finde ich die Ausstattung. Sie können diese Smartwatch natürlich jederzeit in der Darstellung ein Stück weit verändern. Das heißt also das Ziffernblatt vorne verändern, das alles sehr kindgerecht gemacht. Natürlich übrigens hier bei der blauen Variante noch mal ein paar andere Ziffernblätter als beispielsweise bei der rosanen. Klar, Jungs sind anders als Mädchen. Und insofern ist da der Wunsch, vielleicht dann doch ein bisschen was Cooleres zu haben, anders ausgeprägt als vielleicht bei den Mädels. Die sind da vielleicht eher auf rosa getrimmt. Interessant aber auch, dass diese Smartwatch über eine sogenannte SOS-Funktion verfügt. Und das bedeutet, sollte mal irgendetwas passieren, sollte das Kind sich mal beim Spielen verletzen, ist es irgendwas passiert, kann das Kind ganz einfach mit einem einzigen Tastendruck drei verschiedene Rufnummern quasi über das Smartphone mit Hilfe dieser Uhr anrufen, sodass die Eltern oder die Erziehungsberechtigten, die Aufsichtspersonen direkt über einen Notfall informiert werden und schnell genug reagieren können. Ja, wir sind mitten in den Black Weeks und das heißt, wir haben auch noch fantastische Preise. Wir wagen hier mal einen Blick auf pearl.de und da sehen Sie 73 Euro. Das ist schon ein günstiger Preis für eine Kindersmartwatch mit diesen Optionen. Ihr Preis hier und heute 19,99 Euro und in Blau hat es die Bestellnummer ZX5527 und die 569. Jetzt kommen wir zu Pink. Also zum Mädchenmodell, ja. Und ebenfalls für 19,99 Euro, aber wir haben noch gar nicht die Hälfte, nicht mal die Hälfte unter technischen Optionen genannt. Jetzt pass auf, jetzt rufe ich Diana mal auf ihrer Smartwatch an. Achtung, pass auf. Oh, Moment, anders, der hier. Aha. Jetzt musst du aber bitte annehmen. Jetzt hat sie sich weggedrückt. Jetzt hast du aufgelegt. Ich rufe nochmal an. Sie wollte nicht mit dir sprechen. Nein, sie gibt es Schule. Übrigens, die haben alle eine Sperre während der Schulzeit, dass man eben nicht anrufen kann. Antwort hier. Jetzt habe ich dich. Gucken Sie bitte, wer ist das denn? Wo bist du denn gerade? Moment, ich zeige jetzt. Wieso kommst du so spät aus der Schule? Bist du etwa doch noch zum Ballett gegangen? Ja, klar. Ja? Jetzt, ich bin bei Ballett. Zeig mal. Ja, warte. Na, jetzt bei ihm. Jetzt bei WW. Achtung, ich komme her. So. Aha. So, das heißt, diese Smartwatch für Kinder verfügt über eine Kamera. Ja, koppelt sich jetzt ein bisschen, weil wir recht nah beieinander sind. Und jetzt kann ich sehen, was Diana gerade macht. Und Diana kann auf ihrem Display sehen, was ich gerade mache. Ja, das Ganze, warte mal, ich mache mal den Lautsprecher aus. So, dann geht es vielleicht etwas leichter. So, das Ganze natürlich mit Freisprechfunktion, allem drum und dran, finde ich großartig. Und ich lege mal ganz kurz auf, weil ich Ihnen die Standortbestimmung auch noch mal ganz kurz zeigen wollte. Ja gut, zeigen wir vielleicht beim nächsten Mal. Auf jeden Fall sind das ein paar Features, die mit Sicherheit für Kinder großartig sind. Alleine die Videotelefonie über das Smartphone mit den Eltern ist für Kinder ein Highlight. Und für die Erwachsenen mit Sicherheit auch ein Sicherheitsaspekt. Für die Kinder die Möglichkeit, moderne Technik, an der sie auch in Zukunft nicht vorbeikommen, kennenzulernen. Für die Eltern die Sicherheit im Notfall, immer zu wissen, wo sind denn meine Kinder und zu telefonieren oder auch per Videotelefonie sich mit ihnen in Verbindung setzen zu können. Sie müssen nur entscheiden, blau oder rosa. Der Preis und die Technik sind die gleichen. 19,99 Euro für das Mädchenprodukt, würde ich sagen. In rosa ist es die Bestellnummer ZX5528 und die 569. Und zum Schluss dieser Sendung haben wir noch ein Geschenk für Sie, und zwar drei Geschenkeboxen. Wenn Sie im Laufe des Tages oder auch schon während dieser Sendung für 50 Euro oder mehr bestellt haben, dürfen Sie diese drei Geschenkeboxen kostenlos mit dazu bestellen. Und Carsten, die können einem sehr, sehr helfen. Also wenn ich mir überlege, was ich für ein Talent habe, und das ist so blanke Ironie, Pakete einzupacken, die von mir aus nicht rechteckig oder quadratisch sind, da bricht mir persönlich der Schweiß aus, wenn ich nur drüber nachdenke. So eine Box machst du einfach auf, du legst das Geschenk rein und machst die Box ganz einfach wieder zu. Natürlich kann man die auch noch weiter dekorieren, wenn man das möchte, aber das macht es uns Männern, glaube ich, wesentlich einfacher, mal ein Paket vernünftig zu verpacken. Und das sieht natürlich unterm Baum auch richtig edel aus. Mit Sicherheit vielleicht noch ein Klebestreifen, damit es nicht aus Versehen aufgeht. Und dann ist es schön verpackt. Für mich eine unglaubliche Hilfe, weil glauben Sie mir, ich bin sowas von untalentiert, wenn es um Verpackungen geht. Und hier ist die Bestellnummer, die ZU5048.
93 und die 569. Sie merken schon, die zwei haben richtig Spaß gefunden an der Videotelefonie. Das heißt, hier ist die Kinder-Smartwatch schon kräftig im Einsatz. Unsere Neuheit, der UFO-Ball am Anfang, die zwei verschiedenen Dinosaurier oder die Kinder-Smartwatches. Ich glaube, das waren wirklich tolle, tolle Geschenkideen zum bezahlbaren Preis. Das können wir sagen. Unser hochpreisigstes Produkt hat in dieser Sendung 19,99 Euro gekostet. Und wenn Sie 50 Euro überschritten haben, holen Sie sich die Geschenkbox noch. Die können Ihnen sehr helfen.